Jo, da bin ich wieder, der Zultai. Alles zu Season 3 erfahrt ihr in diesem Video. Alles reine Spekulation, alles kann, nichts muss, alles ist nicht in Stein gemeißelt. Wir werden sehen. Viel Spaß mit dem Video, Mats ab und bis gleich. Now turn up. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Zultai. Ich grüße euch. Ja, heute mit dem Video, ja, Spekulationen oder was könnte sein, was könnte kommen zur Season 3. Und ja, wir können mal loslegen. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Infos zu der Season 3. Auch jetzt zum Beispiel die Belohnung, stärkster Überlebende, wenn ihr Comms einnimmt oder Camps. Wie gesagt, der Hammer erstmal vorweg. Es ist nicht gesagt, also es werden ja jetzt mit euren Clan 7, also mit eurer Region 7 weitere Regionen auf der Karte mitkämpfen, ja. Und es ist nicht gesagt, dass es Regionen sind, mit denen ihr schon zusammen in der Season 2 gegeneinander gekämpft habt. Also es kann gut möglich sein, dass diese Regionen auch wieder mit dabei sind, inklusive dann halt noch weiteren, ne? Das heißt, wenn ihr also einen Schreckensgegner hattet und ihr seid froh, dass die Season 2 zu Ende ist, ne, ihr loggt euch dann irgendwann ein in Season 3 und seht dann, ach du Kacke, ja, ich höre auf zu spielen, da schon wieder der Clan da uns platt gemacht hat. Ja, das, wie gesagt, reine Spekulation, ich glaube, dass es so kommen wird, dass halt, tja, Server mit dabei sind, die, wo wir schon das Vergnügen hatten, ne, in der Season 2. Genau. Was noch interessanter ist, was ich denke oder was ich schon gesehen habe, dass es die gleiche Karten, das gleiche Kartenlayout ist von der Season 2 und dass die Karte nicht wesentlich größer ist. Ja, das ist die gleiche Karte, die gleiche Größe und ja, mit 7 weiteren Regionen wird es halt schwer, an irgendetwas ranzukommen, ne? Das ist schon mal, ja, ordentlich. Das heißt, als ein kleiner Clan hast du da kaum Chancen. Ne, also Diplomatie ist gefragt. Ne, gleich zum Anfang, gleich die Großen anschreiben und betteln, macht uns nicht platt. Ach, keine Ahnung, müsst ihr selber wissen. Ne? Wie gesagt, die Belohnungen sind eigentlich gleich. Es ist eigentlich so, wie, ihr kennt ja die 25er, Woodburys, ne, nehmen wir mal die Verlassenen von Eugene, ne? Ihr kennt ja noch die Halloween-Events, das Weihnachts-Event, ne, wo man hier diese Weihnachtsmützen sammelt und dann spawnt ihr halt die Gegner, ne, die ist genau das gleiche wie die Verlassenen, bloß da ist ein anderes Layout drüber gelegt, was zu Weihnachten passt, ne? Und so könnt ihr euch das mit der Season 3 vorstellen, das ist genau das gleiche wie Season 2, bloß mit einem anderen Thema, ne? Bisschen Gift ins Wasser und da statt der Tussi mit der Peitsche ist dann halt der Kerl, der alles grün macht, ne, der alles vergiftet. Ne, und statt die Streunerwagen sind das jetzt halt, ja, das, was ihr schon auf Social Media gesehen habt, ne, diese Gegner. Ne, also ist wie gesagt, ist komplett das gleiche, bloß halt nochmal ein anderes Layout draufgepackt. Ne, was meine ich mit Layout? Mehr Aussehen. Ne, Farben geändert, aber die Spielmechanik wird das gleiche bleiben. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, im Hintergrund seht ihr schon so einiges, auch die Belohnungen. Wie gesagt, das ist reine Spekulation, es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und ich denke, so zu 90% wird es auch so kommen. Und ja, wir schauen mal, ob das neue Vehikel auch dabei sein wird. Oder wann dieses angeboten wird. Ne? Schauen wir mal. Genau. Was haltet ihr eigentlich von der Season 3 in Bezug auf, was ihr schon wisst? Ne? Was denn kommt? Ich meine, wie willst du denn mit 7 weiteren Regionen auf der Karte irgendwas reißen? Ne? Ich weiß nicht. Die hätten das so machen müssen. Alle starken Server mit T10, die können sich da ruhig prügeln. Ne, und die etwas schwächeren Server, die hätten sie auf einer Karte packen können. Vielleicht machen sie es noch. Ich lasse mich überraschen.
Ansonsten, ja, kann ich erstmal nicht viel sagen. Ansonsten, wie gesagt, erwartet nichts Neues, außer vom Aussehen her. Ja, denn wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, in die Kommentare. Wenn ihr natürlich einer der Glücklichen seid, die Season 3 Beta testen könnt und ihr habt schon Erfahrung, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten ja, sind wir mal gespannt, ne, was die Zukunft so bringt. Ich denke mal, da wird noch viel mehr kommen, außer der Season 3. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne ein Like oder ein Abo da lassen, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und ich werde mich bemühen, dass wir bestens informiert werden, ne? Aber wie gesagt, nichts ist in Stein gemeißelt, es kann noch anders werden, aber so wie ich das hier so wiedergegeben habe, so denke ich, wird es auch kommen. Guti, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Feierabend, was auch immer. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Spielen und wir hören uns und sehen uns und lesen uns beim nächsten Mal. Euer Soul Eye.